auch von der Feier. Das war dann natürlich schon später noch vom Alter her. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Und das war, wenn ich mich recht erinnere, ein 18. der Geburtstag von einer Bekannten. Die hat also richtig groß gefeiert gehabt zu Hause bei sich. Die Eltern sind in Urlaub gefahren. Da hat sie dort also über zwei Stockwerke, Keller, das ganze Haus Tag der offenen Tür sozusagen gemacht. Jeder konnte kommen und das waren also unzählige Menschen. Das war eine richtig gute Party. Die Stimmung war super. Es gab Essen, Trinken, Alkohol, war alles im Überfluss da. Also wirklich, wie man sich vorgestellt hat, geile Musik und so weiter, ausgelassene Stimmung. Und der Abend wurde später und später und der Alkoholpegel natürlich auch immer höher. Und dann war ich mit meinem Kumpel eben dort auf der Feier unterwegs. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir wirklich noch, doch, doch, wir gehörten zu denen, die auch richtig eingeladen waren, weil wir haben nämlich dort schon geplant, dass wir dort übernachten. Ja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass wir da irgendwann dann in der Frühe sind uns die Zigaretten ausgegangen. Und wir haben damals dann eben kein Geld in der Tasche gehabt und haben uns überlegt, ja, was können wir noch machen? Und wir sind so auf den Chaos gefüllten Tischen umher mit unseren Blicken und haben geguckt, und da lag eine Schachtel und da lag eine Schachtel. Und haben wir schon da die leeren Schachteln untersucht, ob noch irgendwo eine Zigarette drin liegt. Nichts dergleichen. Aber dann haben wir gesehen, dass in dem Wohnzimmer in der Glasvitrine lag eine Schachtel Marlboro-Zigaretten und daneben stand ein Weinglas und da lagen dann zwei Zigaretten, waren so drin stehend. Dann dachte man, geil, hat einer irgendwie seine Sachen dort irgendwie liegen lassen. Das merkt er nicht mit, alle sind schon, wir waren also schon fast die Letzten auf der Feier, die da noch in dem Wohnzimmer unterwegs waren, haben dann die zwei Zigaretten, die da in dem Glas standen, haben die geraucht, uns gefreut und sind dann auch ins Bett gegangen. Nächsten Morgen kam dann die Gastgeberin und meinte dann, hier, wir müssen jetzt dringend aufräumen, meine Eltern, die kommen ja. Und das sieht hier aus, und es war wirklich also totales Chaos natürlich. Ach, Also die es Eltern waren wussten bestimmt. von nichts. Nee, die Ach, Eltern du wussten Schande. von nichts, aber es war dann bekannt, dass die Eltern irgendwie zur Mitternacht da sind. Ah. Und ja, und dann haben wir also dann natürlich alle, die dort gepennt haben, die haben dann alle mit angepackt, Müllsäcke in die Hand gekriegt. Und man kann sich vorstellen halt, dass wenn 50 Leute dort auf der Feier waren, und das waren mindestens, wie das da aussah. Wir haben geputzt und gewienert, jeder hatte einen Lappen dann in der Hand und so weiter. Auf einmal kommt ein Aufschrei von der Gastgeberin und sie meinte dann einfach nur, wo sind die Zigaretten? Ah, ich Und ahne schon, was jetzt kommt. Ja. wir haben keine Ahnung, wo sind die Zigaretten? Ja, welche Zigaretten? Ja, die Zigaretten, die hier im Schrank stehen. Und er sagt, keine Ahnung, ja. Irgendwann haben wir dann gesagt, ja, okay, die haben hier geraucht. Ja, und dann haben wir die ganze Geschichte gehört. Das waren eben die letzten zwei Zigaretten der Großmutter, die sie vor ihrem Tode sozusagen noch da in beim Besuch bei den Eltern sozusagen dagelassen hat und die ist dann da verstorben oder ganz genau weiß ich es nicht, aber das war das letzte Andenken der Großmutter. Ach Gott, ja, ich dachte mir schon sowas, ja. Und das war natürlich heftig für uns in dem Moment, weil wir da absolut nicht drüber nachgedacht haben, dass wir dachten, das wäre von irgendjemandem, der da einfach seine Zigaretten eben stehen hat lassen oder liegen hat lassen von der Party, weil es war alles durcheinander. Und dann haben wir natürlich dann einfach noch zusammengelegt und geguckt, dass wir noch zwei Marlboros gefunden haben, haben die hingestellt. Und die Eltern werden wahrscheinlich heute noch Andenken an die zwei Zigaretten haben, die nicht von der Großmutter sind. Ach so, ach oh Gott. Also die Tochter hat denn stillgehalten, hat das natürlich nicht erzählt. Nee, konnte sie ja nicht, weil Nein, dann die Party konnte ja ich auch nicht. rausgekommen wäre. Ja, klar. Ja.
Ja. Ach Gottchen. Ja. Ach ja, na gut, na, man kann, gut, gut, wenn die Zigaretten. War denn die Großmutter schon lange tot oder war das erst vor kurzem denn gewesen? Weil, wenn die schon. Also die Zigaretten haben noch geschmeckt. Das ja, wollte gerade sagen, weil die werden ja auch irgendwann so trocken sein, dass die gar nicht mehr schmecken nach ein paar Jahren. Ne? Wobei wir das um 4 Uhr auch oder um 5 nicht gemerkt hätten, dann auch bei unserem Alkohol. Ja, ja, gut, okay, okay. Ja, ja. Das war dann. Ja, da wurden einfach die Zigaretten ausgetauscht. Ach du Scheiße. Naja gut, wenn die Eltern es nicht gemerkt haben, ist es ja, dann geht das ja noch, ne? Ich denke doch, ja. Ja, das ist natürlich, ja, siehst du mal, da kann man natürlich sich ganz schön hineinreiten mit sowas, wenn man da einfach an solche Sachen geht, die einem gar nicht gehören. Tja. Ja, stimmt, ja. Ja. Denkt man in dem Moment halt nicht, ja. Mhm. Ja, das ist ja natürlich eine interessante Geschichte. Vielen Dank, dass du uns die erzählt hast. Ja. Und gerne. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke, dass du angerufen hast. Ja. Mach's gut. Auch für euch. Danke. Ja, tschüss. Tschüss.